Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 12.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Gucken wir mal, was da so heute am Start ist. So, oh, wir haben... wir haben einen neuen Wrap. Wir haben einen neuen Gleiter und wir haben ein neues Outfit. Dann fangen wir mal auf der rechten Seite an mit dem Shaolin Sit-Up. Und der Shaolin Sit-Up, wie ihr sehen könnt, für 200 V-Bucks. Den hat sich der Herr sofort auch geholt. Ja, und der Teil kriegt von mir 8 von 10. So, schauen wir mal. Hier haben wir momentan 3,82 von 5 bei 22 Votes am 2. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem, 33 für meine Version in der Ecke. Auch wieder unsere Shop-Bewertung aktuell. 3.288 Love It's, 1.648 It's Meh und 1.301 Hate It's. Also aktuell sehr beliebt der Shop. Dann haben wir hier den Nachtlicht als nächstes. Für 800 V-Bucks das Teil. Und der Nachtlicht kriegt von mir 6 von 10 Nightlight und hat momentan ein Voting von 3,55 von 5 bei 55 Votes. Am 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen, also knapp ein Jahr alt. 19 Mal seitdem, 65 Reminders. Der Munitions-Expert oder Waffenexperte finde ich nicht wirklich toll. Der Teil kriegt von mir 4 von 10. Und hier haben wir derzeit ein Voting von 3,85 von 5 bei 52 Votes. Am 7. November 2017 ist erstmal drin gewesen. Jo, 34 Mal seitdem, 60 Reminders für 1200 V-Bucks der Munitions Expert. Dann haben wir diese Icicle Picke, auch Eiszapfen genannt. Und Eiszapfen hat hier für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Ich weiß, das Teil ist mega beliebt. Gucken wir mal hier rein. Icicle. Wahnsinn. Hammer. 4,37 von 5 bei 41 Votes am 14. Dezember 2018 erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 37 Reminders. Dann sind wir beim Dab für 500 V-Bucks. Ja, kann man wirklich immer mal irgendwie gebrauchen. Mir persönlich gefällt er besser als der Infinite Dab, aber ist Geschmackssache. Kriegt von mir auch 8 von 10 Dateien. So, der Dab hier momentan, was haben wir da? 3,61 von 5 bei 28 Votes. Am 24. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen, 26 Mal seitdem 126 Reminders. So, dann haben wir hier die Royal Air Force Lackierung. Und für 300 V-Bucks schauen wir mal. Oh, das sieht aber gut aus. Das gefällt mir. Das finde ich, sieht ganz nice aus. Oh. Ja. Ja. Royal Air Force kriegt von mir 7 von 10. Oh, passt. 7 von 10 für 300 V-Bucks Royal Air Force. So, schauen wir mal. Da haben wir hier derzeit ein Voting von 3 von 5 bei 2 Votes und 2 Reminders. Dann sind wir, fangen wir hier an mit diesem bestehenden Teil des Sets. Einmal hier diesen Party-Löwen. Mega geiler Teil für 1500 V-Bucks. 10 von 10, ganz klar. So, das Ding ist hier Party Animal. Und Party Animal hat ein Voting von 4,47 von 5 bei 32 Votes. Am 7. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 22 Mal seitdem, 86 Reminders. Achso, halt. Ja. Klar. Jetzt haben wir noch den Raptor. Raptor finde ich ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10 der Teil für 2000 V-Bucks. Jo, gucken wir mal hier rein. Für 2000 V-Bucks der Raptor. Und der Raptor
hat hier ein aktuelles Voting von 4,15 von 5 bei 149 Votes am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 23 mal 51 Streambein ist. Ja, kommen wir zu den heutigen Items. Haben wir hier diesen Sturmbomber. Wow. Alter, ist das Ding geil. Alter, ist das Ding geil. Ja, das ist ja mal mega cooler Teil. Sieht auch von hinten ganz cool aus. Ey, der Sturmbomber ist geil. Geht von mir ganz klare 10 von 10. Mega cooles Ding. Der Sturmbomber. Und das ist der Assault Bomber. Ein Assault Bomber hat hier 4 von 5 bei 4 Votes. Und 3 Reminders bis jetzt. Für 1200 V-Bucks. So, dann haben wir hier diesen neuen Velocity Skin. Und auch der kriegt von mir... Oh, den sogar echt ganz nice. Kriegt von mir auch wieder 7 von 10. Schauen wir mal, wie es da momentan mit den Noten aussieht. Hier bei Velocity hat momentan noch kein Voting. Ah doch, jetzt haben wir ein Voting. Jetzt ist ein Voting da. Schauen wir mal rein. So, derzeit 3,4 von 5 bei 5 Votes. Und 22 Reminders jetzt schon. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, aber nicht den Kanal. Und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem Mann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.